Cha-Cha-Cha, sobald wir den 4 und 1, also diese Synkope, vorwärts oder rückwärts tanzen, brauchen wir Locksteps. Und Locksteps sind Schritte, die an und für sich gar nicht so schwer sind, wenn man weiß wie. Ja? Und wir werden jetzt sagen, wie das ausschauen sollte. Ja? Von der Seite, vorwärts Lockstep, schaut so aus, dass ich einfach schaue, dass ich mein freies Bein schön gestreckt da hinten habe, also keine kollabierten Salatbeine, wie Kelly das nennen würde, sondern ich habe von da gestrecktes Bein. Das heißt, der erste Schritt von einem Lockstep ist ein Walk. Ganz einmal ein Forward Walk. Walk. Ja? Schauen wir einfach so schnell wie möglich, muss ein Knie strecken, das freie Bein ist schon wieder mit Spannung. Ja? Jetzt kommt unser Lock, das heißt, ich komme jetzt mit diesem freien Bein ein bisschen durch die Luft, aber nur ganz, ganz wenig am Ballen, sodass ich genug Druck zum Boden erzeugen kann, dass ich es jetzt schaffe. Wie man sieht, ich komme da jetzt mit dem Knie ein bisschen hinten rein, aber ganz, ganz wichtig, ich beuge da das vordere Bein. Das vordere Bein, das Standbein bleibt streck. Das heißt, ich habe zuerst unseren ersten Schritt, Cha, einer Locken, das bleibt gestreckt. Und hinten bin ich ganz hoch auf der Ferse. Und jetzt der nächste Schritt, und das ist der Schlüsselschritt, ich schiebe dieses Bein, jetzt dadurch, dass ich da hinten schön einen Druck habe, nicht einfach flach vor. Also nicht wie Eis laufen, sondern ich habe so viel Druck, dass ich jetzt in Zeitlupe gezeigt, noch einmal da diese Ferse hochhebe und den Fuß davor schiebe. Ja? Das heißt, ich habe der letzte Schritt, Cha. Ja, das ist das dritte Cha. Das ist Cha. Ja, das heißt, ihr müsst es schaffen, dass ihr mit dem Druck vom hinteren Fuß den Fuß nicht einfach vorschiebt oder gar auf die Luft setzt mit einem Fersenschritt, da zünde. Ihr müsst schaffen, dass das passiert. Und dann schaut euer Lockstep so aus, oder sollte so ausschauen. Cha, cha, cha. Andere Richtung. Cha, cha, cha. Umgedreht, nochmal. Cha, cha, cha. Und wenn man mehrere Cha-Cha-Chas macht oder wenn man irgendwo einen Teil hat, wo eben dieser Lockstep drin ist, muss man noch zeigen, also von vorwärts, dann schaut, dass ihr mit der Seite, und das ist eine Ausnahme, normalerweise haben wir immer Opposition, also linke Hand, rechter Fuß, Locksteps sind Ausnahmen. Das heißt, wenn ich vortanze, führe ich mit der Seite, wo der Fuß vorgeht. Das heißt, Lockstep, rechte Seite, ja. Wenn ich mit linken Fuß einen Lockstep mache, mache ich linke Seitenführung, rechte Seitenführung. Das ist noch wichtig, dass ihr das auch wisst. Das war der Vorwärts-Lockstep. Und jetzt kommt unser Schritt, den die Herren vielleicht nicht so gern wollen, und zwar, weil sie das nicht so oft machen, Damen haben das öfters, ein Rückwärts-Lockstep. Und der Rückwärts-Lockstep im Vergleich zum Vorwärts-Lockstep hat einen großen Unterschied. Und das ist der, dass ich am ersten Schritt mein Gewicht nicht draufbringe. Also ich schwinge am ersten Schritt nur mein Fuß zurück, zum Beispiel Bein zurück, in einer Position, wo ich noch angenehm stehen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwas ändern muss. Hinten wieder Ferse weg vom Boden, tscha! Und jetzt ziehe ich am zweiten Schritt meinen Fuß flach ein. Und ganz, ganz wichtig, dass da hinten diese Ferse nicht runtergeht. Tscha! Ja, das heißt, ich habe am ersten Schritt Fuß zurück, ohne dass der Körper sich ändern muss. Fuß zieht einer, ohne dass hinten die Ferse runtergeht. Und der letzte ist ganz normal ein Backward Walk. Das heißt, unser Rückwärts-Lockstep schaut so aus. Tscha, tscha, tscha. Eine Richtung, da haben wir es rum. Tscha, tscha, tscha. Andere Seite, damit dem klappt sich das auf dem Fuß mit. Tscha, tscha, tscha. Und wieder, wenn man zurückwärts oder wenn man rückwärts geht, führen wir wieder mit der Seite, die zurückgeht. Das heißt, der linke Fuß und die linke Seite, das immer ein bisschen runterzukommen. Aber nicht alles auftragen, weil sonst schaut es auch nicht gut aus, sondern wir haben trotzdem da immer, so als ob ihr da eine Waage in der Hand haben würdet. Das gleiche auch beim Vorwärts-Lockstep nicht vergessen. Also wenn ich Vorwärts-Lockstep meine Seite führe, mache ich nicht alles so tscha tscha tscha, sondern das bleibt ja da in der Schulter wieder ruhig. Und ich führe eigentlich nur mit der Brust, könnte man sagen. Ja, also schauen, dass das nicht alles aufhört. Ja. Das war sozusagen im Kurzen Vorwärts-Lockstep, Rückwärts-Lockstep. Den braucht ihr immer wieder, vor allem auf Synkopen im Cha-Cha-Cha. Also sobald eure Choreografie ein bisschen komplizierter wird, Vorwärts-Locksteps und Rückwärts-Locksteps. Also nochmal vorwärts,
wichtig, dass am letzten Schritt eben dann noch einmal die Ferse hochgeht und weiter und den einfach vorschiebt. Und beim Reinlocken dessen nicht Objekt, sondern das gestreckt bleibt und erst danach das sozusagen Objekt und weitergeht. Und am Rückwärts-Lockstep waren die wichtigen Punkte noch einmal für euch zu merken, dass am ersten Schritt beim Rückschwingen da nichts passiert. Ferse weg und beim Reinschließen sozusagen die Ferse jetzt nicht am Boden geht, sondern oben bleibt und erst am dritten Schritt vom Cha-Cha-Cha nach unten geht. Also, viel Spaß beim Üben, Vorwärts-Lockstep und Rückwärts-Lockstep. Bis zum nächsten Mal.